Willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Da habt ihr es, Römisch 3. In einem Secret der zweiten Welt hier ist nur noch ein Bruder, der übrigens keinen Hammer bei sich hat. Was ist denn da los nochmal? Ich weiß es nicht mehr genau. Wow, es waren Feuerbrüder! Oder keine Ahnung, wie man sie nennt. Da haben sie mich getroffen. Ich krieg die dritte Flöte. Ist das nicht Genius? Aber ich werde sie nicht benutzen. Ihr kennt das ja. Ich will euch die Flöten zeigen, aber sie nicht benutzen. Selten dämlich, aber das bin halt ich. Okay, in der zweiten Welt fehlt nur noch das Schloss. Oh yeah. Alles so Charaktere aus Mario Bros. 2. Oh, it's terrible! The king has been disformed! Please find a magic wand so we can change him back! Okay, die reden immer dasselbe. Der erste König war so eine Schlange aus Mario Bros. 2 und jetzt diesmal so eine komische Spinne, die einem total auf den Sack gegangen ist in Mario Bros. 2. So, here I am, once again! Ich mag dieses Scroll-Level nicht. Die dauern so lange, wisst ihr? Oh, der blitzt mich voll verwirrt jetzt. Respekt. Ich will da oben lang, Mann. Eigentlich ist hier nicht viel los. Es ist doch einfach nur so ein bisschen so. Wow! Okay, dadurch, dass es ansteigt und so, verändert sich die Laufbahn, die Flugbahn der Kugelwillis von, das ist nicht Banzai Bill, das ist Bullet Bill. Seltsame Kisten. Okay, nimm zur Kenntnis. Wow! Okay, ich bin jetzt noch mit dem blauen Auge davon gekommen bislang. Ja, ich mag die Lustschlösser. Das ist ein Lustschloss, wisst ihr? Die mag ich einfach nicht. Nee, nee. Da mache ich nicht mehr mit. Oh ja, ihr Spacken. Die tauchen immer wieder auf, also drum kümmern. Und nochmal. Tschup. Tschup. Okay, Leute. Nein! Wir kommen jetzt zum Endboss, Mann. Ja, zum Endboss dieser Welt halt. Okay, wir kriegen dich auch so hin. Ah, deinen Namen kenne Immortal oder so. Konzentration! Wir schaffen es als kleiner Mario. Ha! Wow! Okay, da war ich wirklich unsicher, aber ich hab's geschafft, Leute. Komm, gib das Ding her. Yay! Mario hat mal wieder den Tag gerettet. Jeden Tag. Das ist sein täglich Brot. Okay, der König wieder zurückverwandelt. Ist ja lustig, wie die dann immer aussehen. Nämlich noch bekloppter. Ein alter Knacker. Oh, thank you, heavens. I make for my old self again. Thank you so much. Here's a letter from the princess. Und Todd. Oh, danke, danke. Greetings. You can stomp on your enemies using Carapace Shoe. I haven't lost the jewel that had protected you. Princess Toadstone. Wolke. Mit den Wolken können wir ein Level überspringen. Das möchte ich mal ganz kurz demonstrieren. Ach, muss ja nach unten. Schwulitäten. Yay, yeah, übersprungen, aber ich mach's trotzdem. Verschwindet. Yay, yeah, Secret. War das geheim, oder? Ah, das erste Unterwasserlevel. Es wird ja mal Zeit, oder? Naja, Unterwasserlevel sind so eine Sache für sich. Oh, die Steuerung ist aber ein bisschen beklaubt, muss ich sagen. Also in zum Beispiel Mario Bros. Wii oder in Mario World ist es ein bisschen angenehmer. Hier ist es ziemlich behäbig und blöd und ziemlich dunkel, muss ich auch sagen. Verwirrt mich so dunkel. Bevor du da Action machst, schwimm ich vorbei, du Fisch. Ne, du bist kein Fisch. Wo wir schon im Wasser sind, darf ich nicht einfach Fisch sagen. Oh my fuck. Ah, da geht's auch runter, ne? Da geht's auch runter. Aber was gibt's denn da Tolles? Münzen! Ja, das ganz bestimmt. Komm jetzt, der nächste Stern. Der Sound. Ich hab das immer noch nicht hinbekommen. Da könnte ich mir aus der Haut fahren. Aha! Weiter geht's mit Memory, wenn ich das richtig sehe, hä? Ich weiß schon nicht mehr, wo die sind. Ich kann mich erinnern, hier war eine Blume und hier war eine Blume. Was haben wir hier? Ein Stern. War nicht hier ein Stern? Yay! Okay, oh Gott. 20 Münzen. Ah, du warst hier? Ja! Oh lala. Zong.
Weiter geht's im... Na gut. So, Action pur. Zicke-zacke, zicke-zacke, hoi, hoi, hoi. Ich hab da irgendwas komisches gesehen. Hey, Leute. Man kann eins von diesen Häusern nur erreichen, wenn man einen Hammer einsetzt. Das wäre ja schwul. Weil die Hammer, die kriegt man nicht oft. Ihr seid auch ein bisschen dämlich. Was ist das denn gewesen? Ich kann doch nicht mal springen. Ich weiß, wie das kam. Ich bin quasi auf der Plattform geblieben, kann man sagen. Und mit der Plattform gnadenlos untergegangen. So ein... Das ist schon ein Bug, Leute. Ich war nicht im Wasser und konnte mich nicht bewegen. Ich habe A gedrückt, aber hey, wen interessiert's? Den interessiert nämlich so einiges. Der Wayne. Was den alles interessiert, hey. Boah. Dann nix wie weg von dieser Plattform da. Nur eine Münze, hey. Man hätte da schon eine Blume oder so geben können. Bin ich jetzt so der Meinung. Jeep, jeep. Wow. Yay. Jump, 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 jump. P-Switch. Wozu? Wozu hier ein P-Switch? Damit man es hier einfacher hat. Aha. Jetzt volle Power für den Stern. Irgendwie war mir das klar. Okay, Pilze aus. Pick Box! Schon wieder Froschanzug. Schon wieder neue Line. Linie, Line. Zeile, neue Zeile. Zeilenumbruch. Okay, weiter geht's im dritten. Oh, der... Oh, der ist mies. Der frisst einen sofort, ne? Ist klar. Oh, wenn's wenigstens ein Pilz wäre, wisst ihr? Aber ich krieg dich trotzdem. Ein Pilz würde da langschlittern. Hey, ich brauch keinen Pilz. Wozu? Wir machen das so. Und da ist es weg, hey, die Blume. Oh, unfassbar sowas. Oh, das ist ganz fies hier. Das ist ganz fies. Na gut, dann haben wir halt hier eine Blume. Wird mal wieder Zeit. Ewig keine mehr gehabt. Bum, bum. Oh my fucking goodness. Ein Hubs und er hat mich erwischt. Habt ihr das gesehen? Ein potenzieller Mörder. Da hilft alles nichts. Verdammt, der hat mich gekillt. Tschup. Bum, bum. Oh Mann, das ist fies. Oh, wieso... Okay, cool. Hat ihn getötet. Oh Mann, ey. Da ist er schon wieder zur Stelle hier. Und tschüss, Mann. Okay, wir können ihn töten. Dann ist er eine Zeit lang... abwesend. Aber... Oh Mann. Ey, was war das? Der kommt mit 800 Kilometer angeschossen. Km/h, nicht Kilometer. Oh, was denn... Was für ein Kerl. Was für ein Kerl. Und jetzt kommen die Chip-Chips. Nee, das lasse ich nicht zu. Was für ein Item können wir denn benutzen hier? Ja, toll. Okay, ja, ich zeige euch mal das Dingsbums hier. Das P. Damit können wir immer fliegen. Also auch ohne Anlauf. Yay. Wow! Es sei denn, wir lassen uns treffen. Ja, und so kann der mir mal am Buckel runterrutschen, wenn er es mal überhaupt kann. Kann er nämlich nicht. Okay, ich gebe so ein bisschen noobhaft, dass ich extra dieses P-Ding benutze, aber mein Gott. Ich wollte es euch mal zeigen. Hält ja nur ein Level, glaube ich. Danach wird zum normalen Waschbär. Yay! Komische Laufanimation. Und ein buntes Ding. Da bräuchte man. Da könnte man als Lohn auch schon 2 abgeben, finde ich. Kurstlier. Ach, der kommt nicht zu mir. Schade. Ab ins Schloss. Dip, dip, dip. Was? Habe ich immer noch? Ich habe immer noch das P. Nee, habe ich nicht. Trump!
Oh mein Gott. Hast mich getroffen? Fuck you, wie viele Türen gibt's hier? Nein, bitte nicht das Labyrinth-Scheiße da. Oh, damn it fucking. Also, hier gibt's 8 Millionen Türen. Und nur eine ist richtig. Alle anderen führen halt hier unten hin. Okay, man kann das aber relativ gut rausbekommen, glaube ich. Muss ich das hier einfach mal hier unten angucken? Da ist die richtige Tür, die letzte quasi. Nee, da passiert ja nichts. Man hat ja nichts davon. Ich geh mal gucken. Ja, toll, man kommt immer hier hin. Toll. Na, bleibst du? Wir gehen einfach mal in die letzte Tür. Wird uns nichts bringen. Bam, 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 bam. Also dieses Item. Huss! Wo sind wir denn jetzt? Münzen. Hier muss aber versteckte Blöcke geben. Den zum Beispiel. Juhu, Münzen. Ich bin geil. Ja, toll. Ich bin so stolz auf meine Münzen. Ja, dann nehme ich halt das hier. Oh. Oh Gott, wie soll man das rauskriegen, verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Machen wir halt von hinten, würde ich sagen. Ah, das ist die richtige Tür. Aber man kann doch nie wissen, welche das ist. Das ist die zweite von links hier unten. Ja, aber die Türen führen nicht direkt nach unten oder so. Demnach wäre es die zweite Tür. Wir versuchen es halt mal. Einfach in die zweite Tür zu gehen. Oh nein, very falsch. Wir gehen von hinten die Sache ab. Während die letzte und die vorletzte haben wir schon betreten. Dann gehen wir halt in die drittletzte. Mein Gott. Oh fuck you, damn it. Das wäre... falsch. Ah, Mann, oh Mann. Nächster Versuch, bitte. Ach, das ist ein guter... Oh Mann, egal. Bin zu übermütig hier. Ein bisschen mehr Respekt hier. Oh je. Oh je. Ich werd alt. Ich merk's. Nicht nur das Spiel. Auch ich. Ich werd alt. Da sind wir hier schon bei der Sache. Okay, ja gut. Dann ist ja halb so schlimm. Okay, da warst du. Dahinter haben wir alles abgegrasen. Abgegrast. Oh yeah, das war die richtige. Endlich geht's weiter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich als Kind hier durchmachen musste. Sag mal, du bist... Wie soll ich das jetzt hinkriegen? Oh mein... Okay. Nehme ich zur Kenntnis... Gib mir jetzt was her. Okay, lass dich nicht treffen, Alter. Bitte nicht. Oh Mann. Okay, das war die Tür. Juhu. Das reicht allemal, um dich fertig zu machen. Der erste Sprung ist ja eh geschenkt. Oh mein Gott, jetzt doch nicht. Oh, sowas darf man nicht sagen. Da fühlt er sich angegriffen. Oh Mann, hey, was machst du eigentlich da? Komm runter. Aber nicht so komisch, hey. Und? Oh, gut. Also den seine Muster, die kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen oder so, ne? Also es ist... Geht für meine Begriffe auf keine Kuhhaut. Yay. Wird jetzt gesaved? Nee. Hier wird nichts gesaved. Mal ein ab. Ja, ja. Es wäre auch toll, wenn wir da was hinkriegen würden, weil dann hätten wir Goodies. Wow. Zwei ab. Respect. Okay, jetzt Hammerbrüder. Ich sehe schon kommen, wir werden losen. Ach, das war eher so. Dann müssen wir nur noch warten, bis du nach oben gehst. Und wir bekommen einen Hammer. Damit könnten wir eigentlich das da links aufschlagen, aber
Es gab hier noch ganz andere Geheimnisse, glaube ich. Wir lassen das erstmal. Okay, Leute, weiter geht's im nächsten Part. Also bis dann und ciao.